Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Shin Megami Tensei 5. Jo, endlich wieder in diesem Dämonenschloss, wo wir uns noch durchboxen müssen. Eigentlich ist es mehr Hindernisparcours als Kämpferei oder irgendwas in der Art. Die Gegner, die hier rumrennen, sind halt keinerlei Bedrohung. So kann ich da nicht rüber. Beim letzten Mal hatten wir nur so Nebenbosse gemacht. Ah, hier kann ich durch. Muss ich, glaube ich, sogar, oder? Scheinbar ja. Ich würde trotzdem auch mal da hinten kurz gucken. Also ich bin nirgendwo gezwungen, hier zu kämpfen. Ich kann richtig easy denen ausweichen. Okay, war wirklich dort einfach lang. Und links dann einfach Kisten abgreifen. Okay. Das Dämonenschloss, muss ich sagen, ist bisher am uninteressantesten. Also grafisch, ja, finde ich es richtig geil. Aber im Allgemeinen finde ich es lame. Weil hier sind keine Miemanns versteckt. Ich habe keine Nebenaufgaben. Ich muss einfach nur durchsprinten. Ich habe halt auch kein wirkliches Bedürfnis, irgendwie die bekämpfen zu wollen, die hier sind. Weil das E-Gegner sind, die wir schon kennen. Das macht es halt nochmal trauriger. Okay, hier ist auf jeden Fall Kiste. Gönne ich mir. Nur, komm her. So. An die Kisten dran zu kommen, ist halt auch keine wirkliche Herausforderung. Da, man kann den richtig gleich ausweichen. Also ja, dieses Schloss ist von allen Orten, die wir bisher gesehen haben, wirklich am enttäuschendsten. Da muss ich irgendwie von oben dran. Wie, also es ist wirklich enttäuschend, wie leicht es ist, hier einfach durchzukommen. Man muss aber auch sagen, es fehlt, glaube ich, nur noch ein Gebiet. Höchstwahrscheinlich kommt noch eins nach dem Schloss. Weil es fehlen ja immer noch 50 Miemanns. Wir haben 150 von 200. Das muss an dieser Stelle mal erwähnt werden. Warum genau sollte ich vor dem springen? Warum sollte ich das tun? Ich kann auch einfach hinter ihm runterspringen. Da ist der Weiterweg. Ich will die Kisten da oben vorher holen. Vielleicht ist ja irgendwas Praktisches drin. So, an denen nur komme ich auch easy vorbei. Ist halt auch wieder keinerlei Problem. Der Boden ist mit Leichen von Engeln übersät. War ich nicht. I sense a demon. Okay, vor uns wartet ein heftiger Dämon. You all must have been quite skilled to make it this far. Du wirkst stark. Okay, jetzt kommt endlich mal eine Herausforderung, hoffentlich. Welches Level hast du denn? Ach, 53, dich kann man besiegen. Er mag Licht nicht. Lamu ist absolut nicht der Lichtdude. Muss gerade mal wieder gucken, wer von denen hat Licht. Sie hat Mahamon. Ich
habe halt keinen wirklich mit einem Weißdrachenschlag, außer unserer Gottheit hier. Doch, unser Kurama Tengu hat auch den Weißdrachenschlag. Guck mal, hätte mein Hauptteam nutzen können. Der wackelt so lustig. Sogar Idun kann gegen den kämpfen. Vom Prinzip her. So. Du siehst mir aus wie ein physischer Gegner. Also hau ich dir auf jeden Fall einmal auf die Nase und gönn mir physischen Schutz. Ja, der piekst einfach nur. Richtig lachhaft. Hat er sonst irgendwelche Spezialtechniken? Nee. Nichts, wovor ich eigentlich Angst haben müsste. Das ist eigentlich ein richtig einfacher Gegner. So, goldener Apfel. Daneben. Okay, jetzt nutzt der Magatsui. Ich will einmal so einen physischen Schutz gönnen, ne? Man könnte ja eigentlich gar nichts mehr machen. Eins muss man ihm lassen, er hat Leben. Aber nicht zu viel. Ja, den packen wir. Den packen wir locker. Der Magatsui ist einfach, dass er einmal Mamudon nutzt. Es ist nur für Gewalt schlimm, weil der dagegen schwach ist. So, ich mache jetzt einfach kritisch ein bisschen tot. Ich könnte auch eben kurz Lamu einwechseln und durchbohrende Glurie einsetzen. Das wäre noch heftiger. Dann wäre er instant RIP. Idun, du verteidigst dich mal weiter. Zeit, ihn umzunehmen. Und tot. Ich hatte für sogar einen großen Glorienkristall bekommen. Der bringt 100 Glorie. So, ich erhöhe bei mir mal Glück. Den setze ich direkt ein. Dann kann ich mir irgendeinen Booster beim nächsten Ding holen. Ich kann mir den jetzt fusionieren, ne? Also, ja. So, das Evangelium, das ich noch habe, haue ich auch direkt rein. Oh, hallo. Dude, look at you. Hallo Ichiro. You made it all this way. Ja, ich hab's hierher geschafft. Does he impress you, Dazai? Then perish the thought of advancing, for the peril lying in. As for you, I will admit I did not expect you to make. However, I've received word that all contact with the Dominion has been lost. Regrettably, this brave though you may be, hone your wit to its. Ah, jetzt kommt endlich der Boss. Okay, but listen, Master Archangel, once we take down the Demon King, Tokyo and the rest of the world will finally be safe, right? In that case, let me help. Even if it does mean putting myself in danger, I'll give it a. I understand you are eager to walk the path of righteousness in the service of our Lord. But good intent does not guarantee, does it? You are merely fodder for the Demon King's foot soldiers as you are now.
Turning back here will surely save your life. Ja, haben schon einen Freund verloren. I was hoping I could come with. Guess I'll head back to the entrance and hold off any reinforcements. That ought to help some. Fear not. I shall escort him to the gate. You go on ahead, Mahobino. Muster your forbidden power to its full extent and Keine Sorge, werde ich. Nachdem ich wieder ein weiteres Labyrinth durchquert habe. Dieses Schloss ist so billig gebaut. Es sieht nur optisch toll aus. Mehr hat das nicht. Guck mal, in diesem Labyrinth hier ist jetzt nicht mal ein Feind. Ist ja noch mal lamer. So, hier nach oben. Da steht jetzt einer rechts. Ein Null. Kann ich einfach dran vorbeirennen. Ja, selbst wenn die direkt neben mir stehen, ich kann einfach an denen vorbeizischen. Als wäre nichts. Selbst wenn ich nur so ganz normal latsche. Ich habe halt auch null ein Bedürfnis, irgendwie die zu bekämpfen. Erstens, ich habe nicht wirklich was davon, sie zu bekämpfen. Ich habe mehr davon, einfach ins erste Gebiet zu gehen und nochmal mit Tamas zu bekämpfen, bis ich 10 Evangeliums habe. Da habe ich mehr von als die. Einfach mal eben kurz zu schlachten. Weil die nur so 5000 XP bringen und ich brauche so um die 2 Millionen. Für ein Level-Up. Okay, hier ist nochmal ein Drachenlinienquell. Ich speichere hier eben kurz. So, ich habe mein Team auch einmal voll geheilt und ich hole mir noch von der Glorie eben kurz eine Aufwertung. Ich habe 195. Kann ich mir eben kurz ein Wunder hier holen. Hole ich mir den Dunkelheitsmeister, damit diese Dunkelheitstechnik nochmal heftiger wird. Und damit jetzt willkommen zurück zum Schloss der Langeweile. So nenne ich das jetzt. Da liegt ein toter Engel. Da liegen tausende tote Engel. It would seem I've misjudged this small demon. I am Was ist der Dämonenkönig? Legions await my command. I take it Lord of Bethel. Das hässliche Ding ist der Dämonenkönig? But, out of respect, this creator you worship, who once sat so proud now, okay. Tell me why you've come. As Bethel sipped its curd, as muzzled, and very soon, what divine spark may be left in this world will heave its final cry. Gottes Ordnung ist ewig. Bethel's angels fed you? It is of no consequence. I will not sit idly by as you dig around and scatter dirt. The throne is now godless. The time to reclaim knowledge and reform is at hand. Wie kann das ein Dämonenkönig sein? Ist ja mega eine Enttäuschung vom Aussehen her. Seine Mucke ist wenigstens cool. Oh, der wohl Verbündete. Fernrohr bei Joch. Okay, er mag Donner nicht. Und die Sterne mögen die nicht. Die mögen Licht nicht. Okay, ich mache erst die Sterne kaputt. Um den Dicken kann ich mich ja kümmern.
meinem Jutsu des Donners. So, ich nehme mal Hammer. Einfach wegen der One-Hit-Chance. Alter, ist der lame. Ich will an dieser Stelle nochmal erwähnen. Meiner Meinung nach, die hätten das ganze Gebiet rauslassen können und mich einfach instant bei denen rausschmeißen können. Das ist meine ehrliche Meinung, mal ganz kurz an diesem Punkt, ne? Ich weiß, ich habe das letztes Mal schon angesprochen. Aber dieses Labyrinth, das war einfach so ätzend langweilig, einfach nur durchrennen und nebenbei Kisten sammeln. Mehr war das nicht. Ich bin eine Dreiviertelstunde durch ein Gebiet gerannt, was man vom Prinzip her hätte rauslassen können. So, ich mache jetzt kritisch. Ja komm, ich vergifte den. Dann kriegt er wenigstens schneller den Schaden. Weil ich da einen Schlag auf den da. War doch tot um. So, du machst Schale der Hygia am besten. Obwohl, nee. Du verteidigst weiter. Okay, das könnte mir zum Verhängnis werden. Ich bin gegen Eis halt schwach. Und der, die Sterne boosten den. Ist auch nicht so angenehm. Oh, den göttlichen Pfeilregen. Ich will die Ads erstmal loswerden. Kommt, fall tot um. Euch will keiner hier haben. So, wieder Wirbelhieb. Hatte die Hoffnung, dass die ein bisschen mehr Schaden bekommen. Toll, einer ist ausgewichen. Ich muss mich heilen jetzt. Greift nicht mich an. Danke. Danke, dass ihr nur auf den da prügelt. Das hilft mir ungemein. So, Mahama sollte einen umbringen. Den weißen Schlag eventuell den anderen. Auf jeden Fall heile ich jetzt erstmal alle. So, ich mache den wilden Wirbelhieb und danach wechsle ich mein Team auf Elektro-Dudes. Da wäre zum einen der Tiger hier. So, und wir hatten noch einen anderen starken Elektro-Kämpfer. Genau, ihn hier, unseren Donnervogel. Du machst wieder Schade der Hüge, falls du heilen musst. Er sammelt Magatsuri. Das war überhaupt seine Spezialtechnik. Die mutige Klinge. Mabufu dein wahrscheinlich. Schwere Eisschaden bei allen Gegnern. So, dich mache ich jetzt tot. Dich reck ich weg. So, du machst irgendwie ein Eisschild auf mich am besten. Oder wir machen einfach generell Eisabschwächer. Bei Eis ist das Einzige, was mir gerade gefährlich werden kann.
Der Dämonenkönig ist eine echte Enttäuschung. Ich habe was Heftigeres erwartet. So einen riesigen Dämon. Und dann ist es so etwas. Ich glaube, der Wirbelhieb macht sogar mehr Schaden als das Donnerbrausen. Ja, das macht locker mehr. So, der nächste Angriff bringt ihn um. Sag ich doch. Easy. Guckt mal, da ist er K.O. Und damit haben wir die Welt vom Dämonenkönig befreit. And so the Demon King has fallen. Und ich kann ihn jetzt mir unterwerfen, den Dämonenkönig. War klar, dass der nochmal auftaucht. Good of you to wipe out Arioch for me. One less ugly sore to with the Demon King out of the way. Humanity's future just got a little bit brighter. Soon enough. Die Zukunft der Menschheit. Your friends are human, yet they fight against demons, even pitting other demons against them. If this doesn't spell a brighter future, I don't know what. If I may interject, only a select few can fend off demons. Those who can't, and that is a great many. Speak only when you're addressed, Bethel Construct. As one created to protect humanity, particularly the vulnerable, I cannot condone your attitude. Hmm. So says the slave to his programming. Listen, without the will to fight, the will to live is meaningless. Er will bestimmt auch noch mal einen Kampf. They're giving in to temptation, betraying one's fellow man. Anyone like that should have never been born. Du urteilst so streng. I are in accord. I presumed you were acting on behalf of all humanity. Perhaps I need not answer the likes of you. Ah, Yakumo. Ah, nu, ich war schon wieder. This is where you were. Did something happen that I might wish to know? Vielleicht. Let's move. Okay, wir nicht kämpfen. Gut so. I sense a change in the world. A great demonic power snuffed out. Ja, ich habe den Dämonenkönig getötet. Which means you have brought the nice going. That's the guy I know. Der war auch ein Lappen. Have done well. The sacred order of this world is. Der war ein wichtiger Lappen. So safe now. We did it. Right, Master Abdiel? Not merely Tokyo, but the mortal world. Yet know this, mortal. To live as Nahubino is to live condemned. The word of God is the only true path to save this world. Your very existence profanes your triumph. One day, I will have to decide whether the sin of your being. Yet for now, at least, you have done us a great service. Hark! For the Demon King has been slain. Der Aufsturm zum letzten Gebiet, würde ich sagen. Guess we'd better head back too. Jawohl. Nein, da will ich nicht nochmal rein. Ist egal, bei welcher Säule ich rauskomme. Guck mal, eventuell will man mich hier drin haben. Ansonsten muss ich wirklich die Gebäude alle durchgehen. Ah, hier will man mich haben, okay.
So the Demon King is dead then. You're a credit to Bethel Japan. That was no small feat. Oh, das war easy. Yeah. Master Abdiel said that too. Der Dämonenkönig war ein Lappen. Did we save Tok? No. Ganz ehrlich, selbst die Amano war heftiger. What? What do you mean? I said it before. The real Tokyo is long gone. This Tokyo is a sacred simulacrum, restored by the power of God. But it's if this demonic conqueror in Algami's report really did kill the creator, all his divine miracles must be waning. Slaying the Demon King did much to protect the world at large, but Tokyo itself is now on the brink of destruction. Okay. So, our course is clear. As of today, I will be declaring my independence from Bethel. Okay. You're leaving them. If we want to save Tokyo, we have only one option left. To take the throne of Anahobino and crap. But Bethel HQ remains doggedly opposed to this. Which makes them our enemy, I'm afraid. So okay, wir sind jetzt ein Feind von dieser Bethel. World creation has been forbidden, but... You're just ditching Bethel? To take the throne is to deny the creator's will and deny the laws he created. And to betray those laws. But Master Abdiel was good to me. I'm nobody special, but why do we gotta betray them like this? We could just ask them to help us save Tokyo. Right? Ja, aber würde sie dafür sein? Nein. Sie hat ja gerade eben eindeutig gemeint, sie ist gegen Naobinus. Said it was destiny. And a Bethel, bereft of God, has even less stake in our future. But we're just humans, ordinary people. How can we go? Quite easily, with my help. I am their equal in power. No, I am an. What? What are you? Das wüsste ich jetzt auch gern. I suppose you three deserve to know. The truth is, I am I am Tsukuyomi of the Amatsukami, one of Japan's eldest guardians. What? Bethel's cooperation did help us protect Japan, and I am grateful to God for saving it. With the creator dead, we are no longer bound to Bethel's will. Instead, we will fight to protect our home, even if... So the truth comes out. I'll cut to the chase. Sometime soon, Bethel HQ is going to hold a summit. A meeting, I would have you three accompany me. Und dort wird dann alle Leute hier die Rücktritt antreten. In attendance, and depending on how the discussions go, things may. However, Bethel Japan's lost most of its regular fighting force. Casualties of Armageddon. As such, you three will be attending as my bodyguards. Security deep. Understood. When the dates are set, I will contact you. Until then, you'll... Okay. Das war interessant. Endlich passiert auch mal wieder was Interessantes. Ja gut, Leute. Ich würde hier das dann jetzt für heute beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!